Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, wir haben jetzt hier dieses, wir sind immer noch bei Mittel und versuchen, also ein Gegner ist auf jeden Fall schon noch platt. Wir versuchen jetzt natürlich die restlichen zwei noch in Runde zu bekommen, beziehungsweise auch noch Platz zu haben. Ja, und da sind wir gerade unterwegs dabei und machen dies gerade. Wir können auf jeden Fall auch mal noch ein paar Soldaten gebrauchen. Wir haben zurzeit kaum mehr Rohstoffe. Das kann natürlich auch problematisch werden. Ist das Gebäude denn noch runter? Genau, das Gebäude ist noch runter. Wobei, wenn dann müssen wir schon mal bei Rot zumindest bleiben. Wir brauchen natürlich auch, um das noch weiter zu machen, natürlich noch weiter produzieren kann. So, was können wir hier bauen? Wir könnten jetzt auf den Wächter gehen. Wir werden auch erstmal auf den Wächter gehen. Und mal schnell den Wächter schnappen. Oh, hier ist wieder der Held von ihm. Theoden. Ja. Der hat irgendwie nur eine kurze Lebenszeit. So, jetzt greift das Blatt. So, der Wächter, der hilft uns hier sehr, sehr gut weiter. So, jetzt fällt die Festung hier definitiv. Oben konnte wieder verteidigt werden, erfolgreich. So, hier haben wir ein Katapult, aber das steht irgendwie nur so ein bisschen rum. Doch, jetzt haben wir es mal. Ah, naja, ein bisschen was hat es gebracht. Nicht ganz so viel. Wie wahrscheinlich auch erhofft. Wir gehen dann nochmal hier schnell hier nach oben. Bauen wir noch ein paar Lager, wenn wir hier baut es noch. Hier baut es auch noch. Das können wir eigentlich mal komplett ausrüsten schon mal. Das können wir ausrüsten. Das können wir ausrüsten. Borgen natürlich auch. Da sind wir tatsächlich natürlich die Rohstoffe erledigt. So, Mittel wurde besiegt. Die restlichen Armeen sind auch weg. Na ja, gut, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir mit den Dunländern noch bis zur Runde. Schauen wir mal. So, was haben wir jetzt hier? Können wir auch hier irgendwas machen? Ne, hier können wir gerade gar nichts machen. Also, ja, wir können jetzt noch die Dinger holen, also die Fledermäuse. Das nützt noch gar nichts. Ah, hier. Okay. Das heißt, wir haben sozusagen, okay, hier, das hier in der Mitte ist ja gerade unterwegs. Das nützt übrigens nicht viel nützen. So, wir stellen uns dann einfach mal hier hin. So, haben wir dann hier. Armbrüste, Damage. Nummer 2. Und dann zusammen kommen wir hier. Das müsste dann eigentlich auch fast schon irgendwie ausreichend sein, um auch den letzten Gegner noch runterzuhauen. Sind die noch da? Die sind nicht mehr ganz so lange da, wenn sie uns nicht schnell helfen. Ich
So, unser Nummer 1. Neue Nummer 1. Können wir auch die Rüstung erweitern, Bannerträger machen. Gut, das müsste eigentlich dann auch ausreichend sein. Ja, der Schaden. Der Schaden ist gut. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Was hier nicht bekommen, ja, das vorübergehend Regen an feindlichen Einheiten. Schade, ich hätte vielleicht ganz gerne mal einen Drachen gerufen, aber das werden wir nicht schaffen, wenn ich mal. So, die Festung wird gleich fallen. Hoffe ich zumindest. Aber dürfte eigentlich auch nichts passieren mehr an. Irgendwo. So, 17 Fähigkeitspunkte haben wir. 25 fehlen uns leider für den Drachen. Aber so richtig toll war der. Oh, er hat nochmal seinen Kurzzeithelden. zum Erleben erweckt. Oh Mann. Der Arme. Wobei, das ist ein anderer. Vorhin war es Theorem, jetzt ist es in Boromir. Oh, er ist auch schon wieder halb platt. Der wird sich auch wünschen, wieder tot zu sein. Ja, bumm. So, Belagerungswerke auch weg. Was muss man eigentlich jetzt noch hauen? Ich glaube eigentlich nur noch das hier. Das und das. Der Schießstand noch. Und damit war es das. So, schauen wir uns gleich mal die Statistiken an, wie die so ausgefallen sind. Hat jetzt, glaube ich, 5 Minuten länger gedauert, soweit ich das jetzt hier so erkennen kann, wie es gegen einfach zum Beispiel. Na, Einheiten konnten auch die anderen gut auftreten, gleich am Anfang. Ne? Gebäude sieht man auch schon eine Steigerung, dass die, ja, die Mittelgegner halt auf jeden Fall rankommen an mich. Ja, ich hatte zwar dann zeitweise natürlich deutlich mehr Gebäude, aber zeitweise auch wieder weniger. Ich hatte allerdings mehr Fähigkeiten. Rohstoffe immer unterschiedlich, wie es sich gehört, und dann halt am Ende halt ein großer Vorsprung bei einem als Endstand. Ja, wir schauen uns auch nochmal die strategischen und taktischen Fähigkeiten an. Strategisch etwas verbessert, zu einfach, und taktisch etwa gleich geblieben, aber auch etwas verschlechtert. Okay. So, und dann wollen wir uns jetzt mal ins Getümmel werfen. Und wir stellen den Gegner einfach mal auf schwer. Und mir ahnt schon ganz, ganz Schlimmes und ganz, ganz Böses. Wir hatten jetzt gespielt. Wir hatten Arnor gespielt, wir hatten Bockland gespielt. Als nächstes käme eigentlich hier Dol Guldur. Da das allerdings hier eine Festung ist und derjenige, der hier in der Festung wäre, ein bisschen einen Vorteil hätte. Als NPC oder nicht. Ja. Ja, nehmen wir das nicht. Wir nehmen Elend Weit. Und ja, eine weite Ebene westlich von Rohan. Ja, wir haben die Elben. Die spiele ich eigentlich sehr, sehr bevorzugt, gerade wegen den Fähigkeiten, die sie da so haben, mitbringen. Das heißt, wir haben da gute Chancen, gute Möglichkeiten, da das macht. Wie jetzt so eine Waage gestoßen. Oh, okay. Da oben ist gleich eine Waage. So, was können wir da gleich nehmen? Wir nehmen an. Angriff gleich mal. Die Waage. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Gebäude wurde fertiggestellt. Wunderbar. Es gibt viel zu tun. Werkzeuge, wir haben ein neues Gebäude. So, dann bauen wir noch mal einen Baum hier hin. Hier können wir auch noch was hinbauen. Gleich. Aber wir werden uns auch sehr, sehr frühzeitig Richtung Einheiten bewegen.
denn ich gehe davon aus, dass gerade da der NPC jetzt auf schwer gestellt ist, wir halt auch frühzeitig angegriffen werden. Elbenkaserne kostet 400 Stellungen, 600 Enting. Oder noch Galadriels Spiegel, Schmiede. Wir haben ein neues Gebäude. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wobei, nein. Wenn dann müssen wir die Bomben passieren, wenn wir etwas weiter hinten haben. Und hier, und das drunter. Ich bringe das Baumaterial. In der letzten Folge ist der NPC-Gegner ja immer auf meine Schmiede gegangen. Das ist dann natürlich nur nervig, wenn der NPC-Gegner immer auf ein bestimmtes Gebäude geht. Oder? So, Fortschritt. 90%. Wir haben eine ganze Richtung. So, dann weiß ich jetzt noch nicht, ob wir. Brauchen wir jetzt noch einen neuen Baum hier hin? Ja, wir bauen den nochmal hier hin. Wir brauchen dann allerdings jetzt nur noch ganz kurz Bogenschützen und wieder. Wie ist der Bogenschützen? Ah, bauen wir erstmal wieder Bogenschützen. Um uns zumindest etwas zu verteidigen. Sind auch am günstigsten. Okay. Wir haben noch viel zu tun gestellt. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ich bringe das Problem ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt zu weit vorgehen. Kann es natürlich sein, dass jetzt hier gleich schon der NPC-Gegner kommt und uns die Gebäude wegreißt. Das heißt, wir hätten einen Rohstoffverlust haben. Deswegen werden wir uns erstmal noch ganz hütend irgendwas machen. Bauen wir erstmal noch ein paar Bogenschützen. Schauen wir uns die Karte nochmal an. Hier haben wir in der Mitte was zum Erobern. Hier hätten wir was zum Erobern von einem. Auch hier ist was, wäre was zum Einnehmen. Hier geht's drüber und hier geht's drüber. Okay. Schöne Karte. Gut zu spielen. Bogenschützen Lorien, macht euch bereit! Stadt wird größer. Okay. Gut, wir bauen auf jeden Fall noch ein paar Bogenschützen. Werkzeuge bereit! Ah, da kommt schon das Sauron-Auge, was unsere Einheiten kurzfristig lähmt. Oh, komm, bewegt es weiter. Baumaterial ist. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ist mir ein. Na, hier, die wollen zum Beispiel gar nicht. Waffen, ah, doch, funktioniert. Haltet nach dem Feind Ausschau. Lorien schickt seine Bögen. Okay, gut. So, dann haben wir zumindest schon mal drei Bogenschützeneinheiten. Wir werden uns auch gleich mal noch, damit die nicht einfach so überrannt werden, mal noch ein paar Hüter kaufen. Also ein paar Lanzenträger. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Die Schlacht hat begonnen. Oh, miesen Rock. Oh, krass, 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 krass. Für sie ist hier kein Platz. Erobert das Land zurück. Gut. Dann schreiben wir uns mal die Rohstoffe. Das ist der Weg. Wir haben noch auch viel mit zu so einem Baumasse können wir uns schon mal hier oben hin positionieren. Viel zu tun. Bereit? Wir müssen vorsichtig sein. Schnell, Elben des Waldes. Der Bau der Stallungen ist abgeschlossen. So, Stallungen sind abgeschlossen, schon mal. Gut. Der Feind ist nah. Wir bringen Speere aus Midlond. Unten kommen gerade welche. Okay. Wir müssen unsere Heimat. Ha, okay, gut, dann müssen wir hier unten schon mal was hinbauen. Oder müssen wir schon mal was hinbauen. Wir kriechen hier so ein bisschen hier lang. Das sind zwei Einheiten. Baumaterial. Baum, Baum, Baum. Der Feind kommt über uns. Es wird Zeit, etwas zu bauen.
Scheint das doch nicht. Ich bin mir sicher schon kaputt gegangen bei ihm. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall zwei von den Einheiten. Okay, das haben wir. Okay, oh, krass. Okay, der ist platt. Bumm. Gut. Das ist auch platt schon. Unsere Stadt wird größer. Puh. So, wir haben eine Schmiede, könnten wir schon mal errichten. Ja, dann das hier ist. Oh, der, glaube ich, produziert komplett. Ah, außer. Okay. Es sind mir ganz zu viel vorhanden. Wie es mal am Anfang der Fall war. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwas. Ja, weil wir könnten eigentlich das Gebäude können wir auf jeden Fall schon mal einnehmen. Das sind ja immer so wichtige Dinge. Ja, hier wird gerade was eingenommen. Hier wird auch gerade angegriffen. Wir können uns auf jeden Fall schon ein paar weitere Fähigkeitspunkte holen. So, wir nehmen auf jeden Fall mal Heilung. Um auch mal unsere Einheiten hier zu heilen. Oh, und da sind wir jetzt schlecht. Jedenfalls sind uns da ein paar Einheiten am Fleucht. So, wir haben. Genau, wir haben hier schon das Gewerbe. Einen Malorenbaum hinbauen. Auch wenn der jetzt nicht ganz so viel bringt, werden wir das benötigen. Wir nehmen das. Macht euch bereit, Elm. Haltet nach dem Feind Ausschau. Der ist bereit. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wenn man gerade mal noch Güter benötigen wird. Wo ist der Feind? Na, ich sehe keinen Feind. Da ist der Feind. Feind. Und ich kümmere uns nur noch mal um. So, das sind noch vor. Rückt vor! Vorwärts! Rückt vor! Wir haben die Schmiede verbessert! Rückt vor! So, die Schmiede wurde auch verbessert. Nicht bauen. Okay, hier wird auch gebaut. Der Feind kommt näher! Aus Bruchtal. Wir müssen Elrons Haus beschützen! Der Feind kommt näher! Okay. Bringt sie zu Fall! Wir bringen Schwert vor sie! Befehligen. Unsere Feinde kommen über uns! Wehre hoch! Wehre bereit! Kommt hierher! So, einfach mal überrennen. Oh. Krass. Flanken sicher! Seid wachsam! Die Festung wird gewiss bewacht! Gut. Wo ist denn die Festung? Ah, hier ist die Festung. Okay. Treibt sie zurück! Das Böse kommt über uns! Ich bringe das Baumaterial! Der Feind rückt vor! Baumaterial ist unterwegs! Wir müssen Mittelerde beschützen! Wir müssen das Land verteidigen! Gut! So, oh, nein. Auf die Festung gehen wir jetzt definitiv noch nicht. Vorwärts! Säubert das Land! Durchbohrt sie! Wir müssen Elrons Haus beschützen!
Gut, dann schauen wir uns auch mal schnell den Baumeister hier. Dazu das Schlachthaus. Sie greifen an! Ich könnte grundsätzlich einfach nur eine komplette Heilung machen. Der Feind kommt nieder mit ihnen! Rückt vor! Liegt alles in Trümmer! Reißt das Gebäude ist Tor des Bösen nieder! Werkzeuge bereit! Sammelt euch, Lanzenträger! Ja! Wo sollen wir bauen? So, unsere Einheiten rücken so langsam vor hier nach unten. Wir müssen das Land verteidigen! Lanzenträger, haltet die Augen offen! Wir müssen ihn standhalten! Gut, jetzt haben wir weitere 10 Punkte. Dann, was nehmen wir denn am besten? Nehmen wir den Pfeilhagel, wir nehmen Elbenwald. Ah, das ist jetzt, ja, jetzt kriegen wir so einen Drill. Okay, der Fall ist schnell platt. Jetzt werden wir uns auch halt mal wieder zurückziehen, weil uns das ja nichts, das bringt uns ja nichts, wenn die Einheiten nicht geplust sind oder keine Einheiten Upgrades haben oder sonst irgendwas haben. Okay, das Gebäude nehmen sie nicht ein. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Speere hoch. Okay, gut. Wir rüsten das mal auf. Wir nehmen das. Ups, das nehmen wir auch. Machen wir unser Gebäude. Hä? Wie haben wir denn das Gebäude drin? Das verstehe ich nicht. Okay, ich glaube, das war definitiv buggy. Beide ziehen wieder. Okay, wir haben Rohstoffe erstmal. Bisher sieht es ja eigentlich relativ gut aus für uns. Wenn ihr seid, das sieht man, denke ich, auch auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, dass wir unsere Einheiten auf jeden Fall erstmal überleben. Schöne Erfahrungen natürlich sammeln. Hier zum Beispiel die Tiere-Einheiten, die sind zum Beispiel Stufe 2. Und die sind so auch Stufe 5 hier. Und auch schon Stufe 5. Baut dieses Land auf. An die Waffen! Erobert das Land zurück! Bereit? Werft sie in die Hölle zurück! Macht euch bereit, Elben! Sammelt euch, Lanzenträger! Einer der Malornbäume hier in den Lanzenträger! Das sind die Lanzenträger! Kommt schon! Hier wird er reingekommen. Okay. Flanken sich an! Drängt sie zurück! Diese elende Kreatur ist hier irgendwo! Zieht euch zurück! Vorwärts! Rückt vor! So, okay, gut, dann. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Wir haben neue Rüstung. Attacke! Rennt sie nieder! Bringt sie zu Fall! Der Baumeister steht in Gefahr! Baumaterial ist unterwegs. Greift diese abscheulichen Bestien zurück! Feuer! Die Schlacht hat begonnen! Der Feind ist nah! Reiter! Kommt hierher! Okay, der Rosa, ne, der kann natürlich immer noch. Der. Ja, greift natürlich immer von unten gut an. Oh, da haben wir auch noch was. Aber wie es denn weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!